Friends, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Kirby und das vergessene Land. Weiter geht's in der Winterkuppe mit dem Level Frostböenmeer. Genau, so wieder kalt und Eis und Meer. Und Eis und Meer ist Eis. Und Wind ist auch noch, weil Böe. Perfekt, Kirby, du musst echt ganz schön viel Kälte aushalten. Eis und Wind, das ist bestimmt belastend. Aber die Musik ist wieder super schön. Und ich habe herausgefunden, dass man, wenn man auf A bleibt, dann kommt er die ganze Zeit hier schweben. Ich habe immer A gespammt, wie so ein Verrückter. So, dann gucken wir uns das mal an. Ich habe mal schon die Missionen angeschaut. Ich weiß natürlich nicht, ob das was wird. Weil es gibt irgendwie eine Untergrundhöhle und es gibt, was gibt es noch, irgendeine Höhle mit windgestützte Höhle, geheimer Raum im Untergrund und drei Mahlzeiten auf hoher See. Gucken wir mal. Und ja, der Wind, der macht mich gerade ganz schön fertig. Ich komme mir kaum vorwärts. Die Frage, was ist mit hoher See gemeint? Kommt da noch ein Bootsabschnitt oder muss ich jetzt hier den See überprüfen? Ich wollte nicht erfrieren. So, ich gucke mir auch die ganze Zeit schon den Hintergrund an, aber ich finde hier nicht wirklich was. Zumindest nichts, was mit Mahlzeiten zu tun hat, ne? Wobei, hier ist jetzt zum Beispiel was. Da hinten ist, glänzt aber auch was. Was ist, wenn das halt gemeint ist mit Mahlzeiten? Beruhigst dich erstmal. Jetzt, ja, wir gehen da lang, okay? Aber nicht so weit. Stopp, Kirby! Wow. Ich weiß noch nicht, wieso ich runtergefallen bin, aber okay. Nein, ich komme nicht mehr rüber. Och, Leute. Ich komme mir gar nicht klar. So, was ist das? Gar nichts. Das ist einfach nur da. Das ist einfach nur Deko. Ja, ist okay. Wieso macht eine Kanone Schaden beim Berühren? Das gibt so keinen Sinn. In diesem Spiel macht alles irgendwie Schaden. Ich weiß auch nicht. Der arme Kirby, der muss so viel aushalten. Weiß ich. Ach, da ist eine Wand, lol. Aber das ist ein geschenkter Waddle Dee. Ich hab nichts dagegen. Geschenkte Waddle Dee sind schön. Das ist der erste. Das Ding ist die Höhle. Windgestützte Höhle. Ist das das hier vielleicht? Ja, das sieht nach Höhle aus. Komm schon. Ja, wir brauchen die Fähigkeit dazu. Es ist die Höhle. Es ist sowas von die Höhle. Wunderbärchen, Klärchen. Aber jetzt weiß ich auch, warum es hier diese Ekelfähigkeit gibt. Man kommt damit wenigstens vorwärts. Oder gegen den Wind kommt man an. Hier ist noch eine Figur. Super. So, hier ist alles irgendwie, sieht hier alles brüchig aus. Guck mal, hier unten ist ein Ring. Jetzt muss ich auch noch selber Wind machen. Aber, warum? Ah, hier ist ein Boot. Ist das eine Mahlzeit? Ja, okay. Es gibt hier Boote. Und wenn man dann auf dem Wasser ist, kann man dann irgendwann mal was fressen. Alles klar. Da schon mal was? Ja, okay. Das ist sehr chillig gerade, ja. Wir müssen alle den Ring behalten, damit wir sonst nicht vorwärts kommen auf dem Boot. Da ist noch mal was zu essen. Ja, da war noch mal was zu essen. Geschenkte Mission bis jetzt schon wieder. Das Level sieht schon wieder so machbar aus. Das sieht schon wieder so einfach aus. Zweiter Waddle Dee, zweite Quest. Es gibt aber 5 Waddle Dees. Okay, dann achten wir mehr auf Waddle Dees, weil jetzt gibt es nur noch einen Untergrund, ein Versteck. Ich höre schon wieder Waddle Dee. Aha, Figur. Feuer, ich brauche Feuer. Keine Sorge, Waddle Dee, ich befreie dich. Schmelzen. Nein, nicht Ring. Schmelzen. Jawohl. Sehr schön, Nummer 3. So, dann können wir weiter. Okay, hier ist einfach nur Windabschnitt. Ich achte ja auch die ganze Zeit auf den Boden, weil nicht, dass wir irgendwo einen Untergrund finden. Nein. Ich krieg's nicht mehr, ne? Doch, ich krieg's noch. Da war jetzt eine Fackel, die mich zu einem Waddle Dee bringt. Ich hab so Angst, dass hier irgendwo dieser Untergrund ist, ne? Ich schwör. Okay, hier ist nochmal eine neue Dings zum Vollstopfen. Dann stopfen wir es dann immer voll. Das ist doch was Neues, oder? Ach du Scheiße, ist der groß. Okay, da ist eine Truhe mit einer Weiterentwicklung. Drachenfeuer, bitte was? Nochmal eine Weiterentwicklung für Feuer. Okay, aber der Untergrund, der fehlt immer noch. So, was ist hier? Eine Leiter mit einer neuen Fackel. Aber keine Spur von einem geheimen Untergrund. Wait, hier vielleicht? Lol. Wow, das sieht man ja voll. Ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, dass man irgendwas Geheimes oder was Leichtes sehen muss. Aber nee, das war ja auch schon wieder geschenkt. Das gibt's doch gar nicht. Diese Welt ist so sympathisch. Die Welt ist so sympathisch. Schnell. Nein. Schnell. Ja. Nein. Rein da. Okay. Nicht so schnell drücken, Tobi. Nicht so schnell drücken. Ich dachte gerade, hey, gibt's hier keinen Waddle Dee, aber doch. Nummer 5. Das heißt, wir haben alles. Wir können uns hier aber ohne Probleme. So, rübergegleitet. Und dann nehmen wir noch die Figur mit. Die da zielcampt. Und dann war's das. So, neue Figuren. Natürlich wieder alle neu. Ich glaube, da gibt es nur neue. Kann das irgendwie sein? Das habe ich nämlich so langsam das Gefühl. Jetzt geht es zu einer Brücke. Schlacht auf der... Ach du Scheiße. Ja, moin.
Okay, Friends, nächstes Level. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wie die Missionen sind. Diesmal müssen wir einfach nur eine geheime Sache finden, eine Maxi-Tomate über einen Umweg. Und dann müssen wir noch einen Boss besiegen, ohne getroffen zu werden. Und 4 Gesuchtposter, also die, die man auf jeden Fall sehen wird. Ja, gucken wir mal. Ist das der Umweg schon? Das ist der Umweg, glaube ich. Das ist der Umweg. Hä? Das ist die letzte Quest. Okay, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Dann gibt es jetzt nur noch Gesuchtposter. Okay, Blizzard-Brücke. Das ist jetzt nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großes Level ist. Gucken wir mal. Ich will Entdecker, ja, Entdecker ist gut. Das ist der Schwertgrobian. Wir müssen aber gegen den Eisberg gewinnen, ohne getroffen zu werden. Und da wurden wir schon getroffen. So, wir schießen den einfach komplett ab. Ja, der raged so ein bisschen. Ja, okay. Ballern wir aber einfach. Und laufen gegen ihn. So, Hammer. Und bekommen Geld. Was haben wir hier? Wir safen Waddle Dee. Weil es gibt auch wieder 5 Stück. Wie kriege ich das da oben? Nein, hätte ich diesen Schwerttyp jetzt gebraucht. Oh mein Gott, ich hätte den Schwerttyp gebraucht. Der Respawn, der Ehrenspiel. Und zack. Ja, man sollte halt schon treffen. Das muss man einfach timen, Digi. Okay. Die haben wir alle. Jetzt ist hier noch ein Waddle Dee. Genau, in der Truhe. Thanks. Nummer 1 von 5. Da ist das Gesuchtposter. Da ist das erste. Yes. Pass auf, pass auf, pass auf. Boom! Der wurde komplett weggeschleudert. Das ist immer noch nicht der richtige. Oh, ich hasse die. Nein, die war so scheiße. Die war so nervig. Jawollo! Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Beruhig dich. Jawoll! Komm her, 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 komm her. Nein, nicht so schnell! Nein, 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 beruhig dich! Ja, jetzt juckt sie nicht mehr. Ach, das dumme Dreckschwert, das geht mir so auf den Sack. Das geht mir so auf den Sack. Ich werde die ganze Zeit getroffen, es ist mir scheißegal. Stopp jetzt. Gut, dass wir Eisbär ohne Dings machen müssen. Ohne Schaden. Aber weg mit dem Schwert und her mit dem Tornado. So, was zum Heilen. Ich habe so das Gefühl, hier kommen einfach nur 5 Bosse. Weil 5 Waddle Dees. Hui. Ja, und jetzt Boots. Und dann nehmen wir dich noch mit. Und dann haben wir einen Waddle Dee. Ja, Wunderbärchen. Wait, hier ist ein Block nach oben. Ja, okay. Es gibt, glaube ich, in jedem Zwischenraum so ein Teil. So, Figur nehmen wir mit. Und die Bäume nehmen wir auch mit und schleudern sie wieder zurück. Oder auch nicht, die Bäume ist wieder weg. Schade. Das ist immer noch nicht der uns juckt. Oha! Ich konnte die Sterne gerade mit dem Tornado kombinieren und dann tschüss. Und ich bin irgendwie untreffbar, wenn ich im Tornado bin. Jawollo! Ach du Scheiße, ist der OP! Alter, mit den Sternen zusammen, der Viech ist tot. Der Viech hat keine Chance mehr. Also, wir behalten safe den Tornado. Ich brauche einen Hammer da. Habe ich den noch? Yes, den gibt's noch. Den gibt's unendlich. Aber zu sieht mein Tornado. Nein, mein Tornado. Ich brauche den aber hier, ne? Oh Mann. Aber ich kann den Tornado jetzt auch nicht wiederholen, weil nicht, dass ich den Hammer nochmal brauche. Och, Dicky. Ja, natürlich brauche ich den nochmal. Aber hier ist ein einfaches Gesuchtposter. Der Waddle Dee ist hinter dem Gitter. Einfach eingesperrt. Dann beeilen wir uns mal. So, alle Schalter aktiviert. Dann ins Auto, damit wir schnell weiterkommen. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha, das war so einfach jetzt auch nicht. Man muss da voll aufpassen. Passt. 3 Gesuchtposter, 3 Waddle Dees. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Eisbär kommt. Und wir werden safe getroffen. Ich mache selten einen Boss, ohne getroffen zu werden. Ich höre einen Waddle Dee. Da unten. Du Armer. Was machst du denn da? Ach, Waddle Dee. Jetzt komme ich gar nicht mehr hoch. Jetzt muss ich einfach getroffen werden, oder was? Ja, pff. Ich glaube, da ist Nintendo einfach ein Versteck ausgegangen. Okay, der kommt jetzt hier noch. Okay, der kommt hier noch. Aber es sind 2. Hä? Mama? Wow. Nice. Wow, wie soll ich denn das ohne Treffer schaffen? Hä? Das sind 2, Digga. Och nö, jetzt ist das so eine Schmutzmission. Ja, GG. Wir kriegen nochmal eine Weiterentwicklung. Eisbär-Eis. Ja, meine Fähigkeit ist nach dem Typen benannt. Nee. Oder bist du ein Bonusraum? Du bist ein Bonusraum. Doch, dann kriegen wir dich. Okay, der Waddle Dee ist ja rechts irgendwo. Frage ich, was hier ist. Okay. Das soll man sogar einfrieren. Ah, der Waddle Dee ist da unten. Hallo, jetzt muss ich mich beeilen. Das schaffe ich nie in meinem Leben. Nie im Leben. Nie im Leben. Doch. Oh mein Gott. So, weg mit dir und her mit dir. Ja, diesmal leider kein First Run. Ich darf alles nochmal machen, aber es ist nur ein Boss Rush. Sollte gehen. Ah, ich muss es auch noch schaffen erstmal. Das könnte eine Weile dauern.
Nein! Nein! Wieso hält er mich fest? Ach, fick dich. Wow, jetzt darf ich alles nochmal machen. Oh mein Gott, ist das schlecht. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr umbringen, oder was? Und ich dachte, mit Wirbelsturm funktioniert es gut. Och, Mann. So. Es ist mega schwer zu sterben. Der kriegt immer weniger Schaden. So. Bringt das was oder nicht? Habe ich sonst schon 100 Dinger verloren? Oh, Mann. Was soll denn das jetzt? Ich habe die ganze Welt gelobt und jetzt kommt so ein Müll. Ja, Dame Kirby. Weißt du, ich werde von der ersten Kugel schon getroffen, weil ich den anderen erst besiegen will. Was soll das? Ich hab die Kugeln erstmal. Es ist so verfickt. Mein armes Geld. Ich kann nicht mal wegrennen. Ich kann nicht mal wegrennen. Nee, jetzt konnte ich ihn. Er war blemblem. Ich konnte ihn nicht einführen. Ich hab nicht mal 1% geschafft. Ich darf 2 Sekunden, bin ich im Spielfeld schon, werde ich getroffen. Das ist Kaizo. Das ist einfach nur Kaizo. Irgendwas gibt's hier doch und so. Es gibt hier doch irgendeinen Trick, den ich nicht kenne. Du kannst mir nicht erzählen, dass es so unmöglich ist. Vor allem 2. Seitdem ich. Ich verstehe es nicht. Ich kann halt nicht mal drüber fliegen. Selbst das habe ich jetzt ausprobiert. Ich komme nicht weg. Das ist so lächerlich. Alter, der rennt halt direkt los. Ich wollte erstmal positionieren. Ihr seht's, ich weiß es nicht. So, und was mache ich jetzt? Genau, ich sterbe wieder. Außer ich komme weg. Es geht. Ihr seht's doch. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ich hab den ersten besiegt. Ich hab den ersten besiegt. Ich hab den ersten besiegt. Okay, ich weiß nicht wie. Bitte, bitte. Gibt es? Yes! Okay, ich hab nichts anderes gemacht. Ich hab doch nichts anderes gemacht. Wieso hat das jetzt so gut funktioniert? Ich hab das doch vorher schon gemacht mit Stern und Kugel. Danke Gott, ich hab jetzt 700 Münzen an diesem Müll verloren. Ich wollte echt aufgeben. What the fuck? Wieso hat das jetzt funktioniert davor nicht? 20 Minuten habe ich da dran. Den Boss habe ich mir im Töten lassen und alles. 20 Minuten. Schnauze voll von diesem Spiel. So, jetzt haben wir das geschafft. Beim nächsten Mal machen wir die Welt dann fertig. Beim Boss und bei den Schätzen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich sehr mal ein Like freuen. Meine Stimmung ist jetzt RIP. Lasst ein Abo da, wenn du neu bist. Ich würde mich sehr freuen. Und ich sehe dich hoffentlich beim nächsten Video wieder. Hau rein in die DM und noch einen schönen Tag. Und bye bye.